Hallo YouTube und Fans des Städtebaus zu einem neuen Test angespielt. Sphere Flying Cities, so heißt das Game, ist am 14. Oktober 2021 auf Steam erschienen und stammt aus dem Hause Hexagon Sphere Games UG und Assemble Entertainment. Das Spiel ist ein Städtebauspiel mit Strategie-, Simulations- und Survival-Elementen, also es geht einen besonderen Weg. Es kombiniert halt mehrere Genres. Und hat auf Steam ausgeglichene Rezensionen erhalten. Worum geht's? Wir sind ein Bauherr und müssen unsere Stadt vor den äußerlichen Einflüssen schützen, müssen Missionen erfüllen, entdecken, forschen und bauen. Und wie das genau hier funktioniert, da gucken wir jetzt mal rein. Neues Spiel. A few weeks after the initial reports about the asteroid came out, it was undisputedly acknowledged in the academic world that it was going to collide with the moon. That was the day our world changed forever. Our reactions were as dark as science had predicted. Very little was spared from the destruction, no one from the disbelief. The impact of the asteroid shattered the moon into pieces, completely obliterating it. A thick layer of debris engulfed the planet, blocking out the sun. Fallout, flooding, darkness. Mankind was doomed. The recent discovery of anti-gravity gave us hope. This new technology laid the foundation for the future of mankind. The development of the anti-gravity device was a colossal undertaking. Scientists, mechanics, and engineers from around the globe came together in its creation. Everyone was anxiously awaiting the startup of the device. Then, there was a malfunction. During ignition, a destructive heat wave was released from the core. The surrounding area was almost completely destroyed. The device finally stabilized at a reduced capacity, and the ascension succeeded. Oh, das sind aber düstere Aussichten. Erste Offizierin Conway. Energiefluss stabil, Lebenserhaltung online, Lebenszeichen 48 erkannt, Kommandant in Verantwortung. Okay, das heißt, wir sind der Kommandant. Ein verheerender Start. Da bist du ja endlich, das ist Stadtplaner McCormick. Das ist auch gut so, du musst als Kommandant übernehmen. Ich weiß, wir werfen dich hier ins kalte Wasser, aber es gibt keine andere Möglichkeit. Die meisten Verantwortlichen sind nicht mehr unter uns. Es wird mit Sicherheit nicht leicht sein, die Situation in den Griff zu bekommen. Aber wir haben großes Vertrauen in dich und du wirst deiner Verantwortung schon gerecht werden. Diese Druckwelle kam mit so einer Wucht und so schnell, es war ein Albtraum. Jedoch funktioniert das Antigravitationsgerät tatsächlich, zumindest momentan. Wir haben es immerhin über die dunkle Schicht geschafft, aber diese Art von Katastrophe hat niemand kommen sehen. Nahezu unsere gesamte Infrastruktur ist dabei zerstört worden. Was wir noch zur Energieerzeugung übrig haben, ist ein einziges Kraftwerk. Wenn du mich fragst, wir können uns glücklich schätzen, noch am Leben zu sein. Ich bin übrigens Jacob, der Stadtplaner. Klicke, um fortzufahren. Und klicken hier auf das Kreuzchen. Gesundheitsversorgung. Hallo, ich heiße Lynn. Ich bin die erste Offizierin. Medizinische Unterstützung für die Verletzten ist notwendig. Richte 2 Feldlazarette ein. Okay. Das tun wir. Ich denke mal, dieser Antigravitationsgenerator, ach, Gerät heißt das, Schild. Radius kann man hier einstellen. Ah, cool. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Gar nicht gut. Aha, das heißt, wenn ich den Schild erhöhe, kostet mich das Energie und wird hier oben abgezogen. Energie wird benötigt, um das AGG und andere Gebäude zu betreiben, sowie zum Fliegen. Mehr Kraftwerke, mehr Energie. Alles klar. Kann man die Schildstärke noch erhöhen und auch die Schildradius.
Dann haben wir hier Nahrung, Bauplantagen und andere nahrungsproduzierende Gebäude, um den Nahrungsvorrat zu erhöhen. Wasser, nutze Hydrobäume oder baue Eisvorkommen ab, um den Wasservorrat aufzufüllen. Und Material, baue Rohstoffe ab oder entferne Gebäude, um mehr Material zu erhalten. Okay, da sieht man auch die Lagerkapazität. Gut, wie kann man jetzt hier... okay, hier kann man die Sicht einstellen. Genau so. Gehen wir mal, zoomen wir mal ein bisschen ran. Sieht ja mal... Ach, guck mal, da laufen sogar ein paar. Sieht schon gut aus. Sogar Rost an den Türen. Das sind die Wohngebäude. Sehen eher aus wie Bunker, aber nicht schlecht. Gut, wir sollen Lazarette bauen. Hier haben wir verbinden, entfernen, reparieren, abbrechen. Und hier ist das Baumenü. Unterkünfte, Feldlazarette. Okay, gut. Aber ich glaube, wir entfernen erstmal hier ein paar Sachen, oder? Also, wer Städtebau-Fan ist, weiß, dass man hier diese alten Gebäude, wenn man die abreißt, bestimmt auch ein paar Sachen zurückkriegt. Könnte ich mir vorstellen. Ressourcen haben wir 5416. Ja, und es gibt auch wieder zurück, hat man gesehen gerade. Ja. Perfekt. Gut. Ich will ja jetzt nicht über das Schild hinausbauen. Dann würde ich sagen, verbinden wir erstmal. Das ist wahrscheinlich eine Straße. So hier, ne? So, und dann müssen wir hier nochmal abreißen. So, und jetzt ein Feldlazarett oder zwei bauen. Kann man bestimmt mit R drehen, genau. Also so typische Steuerung. Wie man sie ja so aus Städtebausimulationen kennt, aus modernen. Schon mal nicht schlecht. Fein, fein. Gut, das ist wahrscheinlich hier eine Drohne oder sowas. Und 40 Kolonisten haben wir momentan. Loyalität, aha, wir müssen also gucken, dass auch die Loyalität nach oben geht. Besteht aus Nahrung und Unterkunft. Die müssen wir also hochhalten und das ist... Suche in anderen Sektoren nach Überlebenden und steigere die Loyalität über 50, um die Bevölkerung zu erhöhen. Aha. So. Die beiden sind gleich fertig. Gut, jetzt können die Verletzten behandelt werden. Aber einige der Überlebenden brauchen noch Unterkünfte. Errichte Anzahl der erforderlichen Wohneinheiten, baue Wohneinheiten für die Kolonisten. Wir haben 6 und wir brauchen 9. Okay, gut. Wohnunterkünfte mit R drehen. Und die verbinden wir hier gleich. Machen wir mal gleich hier so fertig. Nehmen das raus. Es sieht schon schick aus, muss man sagen. Da laufen sie rum, ne? Die gehen da also raus. Schaut mal da. Witzig, wie witzig das denn? Da Rost an der Tür. Oder am Krankenhaus sind Snackautomaten. Naja. So, was sollen wir jetzt? 80 Energie? Oha. Je mehr wir bauen, desto mehr Energie verbrauchen wir auch. Ist ja logisch. Oh. Es wurden genug Wohneinheiten gebaut. Stelle nun die Nahrungsmittelproduktion wieder her. Die Versorgung der Kolonie muss gewährleistet sein. Errichte eine Plantage. Okay. Eine Plantage errichten. Keine Ahnung, wo ich die mache. Ich verbinde das mal hier. So, damit ist ja alles verbunden erstmal. Ne, reparieren wollen wir ja nicht, wir wollen ja abreißen. Hm.
Mal schauen. Also wir sind bei 80 Energie. Okay, wir sollen eine Plantage bauen. Nahrung. Ja, eine Plantage. Ja, wo setzen wir die denn hin? Das ist ziemlich groß, das Teil. Boah. Setzen wir hier hin. Erstmal. Mal sehen, wie es weitergeht. Guckt so ein bisschen raus, ne? Ich denke mal, das ist nicht schlimm. Wir haben immer noch Obdachlose hier. Die Leute hier. Mal gucken. Es muss ja irgendwo eine Übersicht geben. Die minimale Nahrungsmittelproduktion ist sichergestellt. Die verfügbare Menge an Energie reicht jedoch für die anstehenden Aufgaben nicht aus. Erhöhe die Energieproduktion. Baue zwei Kraftwerke. Okay, zwei Kraftwerke bauen. Das ist aber flink. Energie. Kraftwerke. Ja, wo setzen wir die denn hin? Hier hin. Ne, da ist ja die Nahrungsmittelproduktion. Ich würde sagen, setzen wir hier hin. So müssten wir erstmal hier das hier wegmachen. Das auch. Müssen wir mal auch rausnehmen hier. Wir haben leider nur eine Drohne zur Verfügung. Oha, ich sehe gerade, 55 Energie wird knapp. Immer weniger. Das ist wahrscheinlich, weil wir die Plantage gebaut haben. Also wir brauchen dringend ein Kraftwerk. Ich glaube, setzen wir mal hier so ran. Oh, ein zweites Kraftwerk. Okay, wo ist denn das erste? Ach, das steht hier hinten. Da steht das. Gut, dann hätten wir das ja auch hier hinsetzen können. Einfach umdrehen so. Ne, hätte nicht gereicht. Gut, ne, da war es gut so. Stellen wir es dahin. So, Energie ist notwendig für den Erfolg des Projektes. Das Antigravitationsgerät ist auf einen konstanten Energiefluss angewiesen. Die Energieerzeugung hat für uns höchste Priorität. Erhöhe die Prioritätsstufe einer Energieproduktionsstätte. Das machen wir. Priorität, hier. Durch den Bau einer Radarstation wird das Navigationsmenü freigeschaltet. Dort können Informationen über andere Sektoren gesammelt werden. Und Flüge in andere Gebiete auf der Weltkarte vorgenommen werden. Baue eine Radarstation. Okay. Materialverbrauch 3 ist rot. Alles klar. Es guckt so ein bisschen raus aus dem. Ich glaube, das ist egal. Also ich glaube, hier müssen wir auch noch. Und ich sehe, wir haben gerade hier obdachlose Kolonisten. Also wir brauchen noch ein paar Wohneinheiten. Fangen wir mal klein an. So. Mal sehen, ob das erstmal reicht. Gucken wir mal die Statistik an. Hungrig 0, Arbeit 36, untergebracht 36. Warum habe ich obdachlose Kolonisten? Ach so, obdachlos sind 12, weil es insgesamt 48 sind. Arbeitslos sind 12. Das heißt, zwei Unterkünfte sollten eigentlich genügen. Machen wir mal das hier kaputt.
Ah, ist ja Partikelstrom. Oha. Ja, ist kein Wunder hier. Da möchte ich auch nicht draußen sein. Nehmen wir auch noch weg. So, genügend Material ist draußen erstmal. Sollten wir kein Problem haben. So, was brauchen wir jetzt? Eine Radarstation. Oh, wo sollen wir denn die hinstellen? Radarstation. Technologie. Radarstation. Ach du meine Güte. Das ist ziemlich groß, das Ding. Das hier hinsetzen. Ah, da steht ja draußen. Nee, das ist nicht gut. Das guckt zur Hälfte raus. Ich weiß nicht, wo ich das hinstellen soll. Übrigens, hier kann man oben nochmal sehen, habe ich gerade gesehen, die Schnellinfo. Nicht genügend Arbeitskräfte, nicht genug Energie, Eingang nicht angebunden, keine Verbindung zum Grid, ausgeschaltet, kaputtes Gebäude. Finde ich ganz gut. So, und keine Ahnung. Ich glaube, ich packe das mal hier so rein. Mittig halt, stelle ich mir das mal hin hier, so. Kann ich gar nicht. Ich sehe gerade, ich muss das hier noch entfernen, alles. Ich müsste rein theoretisch die Schildstärke erhöhen. Oh, was habe ich denn jetzt weggemacht? 157, aha, okay, alles klar, verstehe. Ah, dann gehen wir mal auf Schildstärke 2. Und setzen das mal so ran hier. Nicht schön, aber modern. Müsste es genügen. Na, es wird ja langsam. Noch die kleinen Scheinwerfer. Das sieht ganz neckisch aus hier, wie die hier langlaufen, die kleinen Manneken. So, das ist das Radarzentrum. Das braucht noch ein bisschen. Also mehr Kraftwerke, glaube ich. Kann man die upgraden? Nee. Ah, ich sehe gerade auch, das Material verbraucht sich. Wenn das Material alle ist, wahrscheinlich kein Brennstoff mehr. Oh, hier oben habe ich gerade gesehen, Zeiteinteilung. So, führe einen Scan der Umgebung im Navigationsmenü durch. What? Ich glaube, ich werde eins machen. Ich werde erstmal hier ein weiteres Kraftwerk stellen, zur Sicherheit. Aber je mehr Kraftwerke man hat, desto mehr verbrauchen wir an Material. Aber Energie, oberste Priorität, kann man nicht genug haben. Was sagt denn die Statistik? Arbeiten 40,
8 sind arbeitslos, 4 sind obdachlos. Das heißt, hier fehlen, hier machen wir auch noch eine Verbindung. So wie da drüben. Bauen da noch eine Unterkunft. Ah, keine Arbeiter. Das ist schlecht. Auch nochmal Priorität erhöhen. Jetzt hat der keine Arbeiter mehr hier. Aus der Radarstation. Das ist natürlich blöd. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. So, ach so, wir sollen ja ein Navigationsmenü. Wo ist das denn? Wo soll denn das bitte sein? Vektor. Das ist hier das. Und was sollen wir jetzt machen hier? Das sind wahrscheinlich wir, ne? Kolonie? Hier sind überall so eine Besonderheiten. Aha, okay. So, und was sollen wir jetzt machen? Besonderheit entdeckt, scannen. Hier unten, Umgebungsscan. Okay. Dann scannen wir doch mal die Umgebung. Sollten wir ja machen. Coole Sache. Starte eine Flugsequenz im Navigationsmenü. What? Eine Flugsequenz. Rohstoffe entdeckt. Giftwolken Stärke 1. Okay. Rohstoffe entdeckt. Rohstoff entdeckt. Ah, rote sind also gefährlich. Vektor wurde bereits gescannt. Und was sollen wir jetzt machen? Fliege in einen anderen Sektor. Und wie? Erkundungsdrohne starten vielleicht? Kolonie auswählen. Route. Flug starten. Hier. Nee, warte mal. Zielpunkt festlegen. Wir müssen erstmal einen Zielpunkt auswählen. Fliegen wir mal einen. Nee, warte, stopp. Wir machen den hier. Route verwerfen. Zielpunkt festlegen. Da fliegen wir hin und Flug starten. Flugsequenz wird eingeleitet. Na, jetzt bin ich gespannt. Ja, und wo ist es jetzt hingeflogen? Was sagt die Statistik? Anzahl der Gebäude 19. Durchschnittlicher Gebäudezustand 98. Okay, es sind alle beschäftigt. Keiner ist hungrig, keiner ist krank. Sieht ja schon mal gar nicht so übel aus. Und nu? Ich habe doch jetzt einen Flug. Ach, es dauert, bis wir da sind. 2 Minuten und 26. Das heißt, wir können uns ja hier noch drum kümmern. Essen. Wie sieht es mit Essen aus? Ah, einen Technologiebaum haben wir ja auch noch. Okay, Wissenschaftsoffizierin Parker. Ein funktionierendes. Ja, gut. Die wollte nur kurz mit uns reden. Das ist hier irgendwie. Elementinventar. Sammle Elemente und konvertiere bereits vorhandene in neue. Okay. Wozu das gut ist, weiß ich noch nicht. 1:2. Kalium? Konvertieren in was? Brechen. Natrium und... Keine Ahnung, das wird mir wahrscheinlich noch erklärt. So, was haben wir denn hier? Technologiebaum. Energiesicherheit. Umweltklima. Ingenieurswesen. Okay. Und interdisziplinäre Technologien. Medizinische Versorgung.
beschleunigte Heilung. Ich frage mich, wenn ich hier rüber gehe, warum ich immer hier dieses Element bekomme. Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Man sieht nämlich, was wir für ein Element brauchen. Im Elementbaum, da ist nämlich immer eins rot umrahmt. Für Anlagensicherheit brauchen wir S. Ich weiß nicht, was S ist. Das ist Schwefel, glaube ich. Luftionisierung brauchen wir Silizium und Schwefel. Ach, das ist ja cool. Ja, wie geil ist das denn? Da könnten wir schon drauf drücken. Ob wir das hätten, oder? Mal gucken. Energie. AG Schweben, so Solartechnologie. Energieverbrauch. Da brauchen wir einmal Eisen, einmal Nickel und einmal Kobalt. Das ist schwierig. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier auswählen sollte. Schadstoffe, Pflanzenwuchs. Energie hat oberste Priorität. Okay. Also. Uns fehlt da was. Eisen. Nickel und Kobalt. Eisen. Moment, Konvertierung nur möglich bei passendem Konvertierungskurs. Okay, gut, da kommen wir nochmal später zu. Ich glaube, uns fehlen da ein paar Sachen. Okay, Flug ist ja eh in 20 Sekunden da. Mal gucken, was wir da kriegen. 97 Energie übrigens, sehe ich hier gerade. Es nimmt ab. Und unser Material nimmt hier auch ab. Ist aber auch eine Scheißsicht, ne? Oh. Wir haben unseren Zielsektor erreicht. Errichte eine Abbaustation und beginne mit dem Abbau des im Sektor entdeckten Rohstoffclusters. Der Rohstoffcluster muss vollständig abgebaut werden, um die Aufgabe zu erledigen. Ressourcen im Wasser. Was? Ressourcen im Sektor? Okay, da befindet sich Wasser. Ja, wie kommt man da jetzt hin in den Sektor? Eine Abbaustation. Rohstoffe und Konstruktion. Ja, und nun? Ich will jetzt zu dem Sektor dahin. Wie komme ich denn dahin? Ich muss einfach diese Abbaustation wahrscheinlich hier irgendwie bauen. Oder ich dachte erst im Sektor. Binden kann ich nicht. Vielleicht auf der Seite. Oh, mal gucken. Hier sollen ja die Plantagen hin. Hier haben wir noch Platz. Ich hoffe mal, ich habe sie da richtig hingestellt. Ich weiß nicht, wie ich da an den Sektor komme. So, da dieser Sektor wird bereits besucht. Kleine Gesteinscluster, mittlere Materialiencluster, häufig mineralische Zusammensetzung ist 2150, 2 Magnesium, 4 C und 2 Calcium. Gut. Oder kann man diese Abbaustation dann einfach hier reinstellen? Mal gucken halt. Oh, uns geht das Wasser aus. Das ist gar nicht gut. Nutze Hydrobäume oder baue Eisvorkommen. Oha, betriebene Abbaustation, um den Abbauprozess zu starten. Ja, nochmal schnell. Uns geht das Wasser gleich aus. Oh, das wird knapp. Die Leute erleiden gleich Durst.
Ah, das ist aber wirklich knapp hier. Ressourcen im Sektor, mal gucken. Wenn wir das jetzt errichtet haben, dann können wir wahrscheinlich das einschalten. Nein. Die fliegen los. Wasser 0. Da ist natürlich jetzt klar. Problem ist, wir kriegen jetzt irgendwie Probleme mit Wasser. So. Nahrung. Gemeinschaftsküche. Rohstoffe und Produktion. Hydrobaum, hier. Schnell hier, okay. Es gibt wieder Wasser. Wir haben Wasser erhalten, aber wir müssen, glaube ich, auch noch einen Hydrobaum erstellen. Und ich sehe gerade 32 Energie. Uha. Ist wieder keiner da, ne? Gut, haben wir noch das dritte Kraftwerk. Jetzt haben wir hier aber keine Leute. Ah, so funktioniert das. Das heißt, wir können über diese Abbaustation dann andere Sektoren abbauen. Oh, und wir haben jetzt hier keine Leute mehr. Das ist natürlich schlecht. Müssen wir ein bisschen managen. Gut. Jetzt fehlen da die Leute, aber dafür sind die anderen Leute da. Also die Frage ist halt... Das heißt, wir müssen in den nächsten Sektor fliegen. Kolonie, Zielpunkt festlegen. Und Flug starten vielleicht. Umgebungsscan. Komm, noch ein Flug. Zwei Minuten 50. Ach, ja, Mädels und Jungs. Kann man das abbrechen? Route verwerfen. Da kann ich mich nicht mehr abbauen dort, weil ich einen Flug gestartet habe. Das heißt sozusagen, ich dachte eigentlich, das ist eine Drohne oder sowas. Aber nee, das ist ja quasi unser, wir fliegen quasi mit diesem riesen Ding hier durch die Gegend. Also das ganze Ding, deswegen hat sich hier alles verändert. Ja, wie geil ist das denn? Kenne ich auch noch nicht so. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Deswegen kann ich auch nicht mehr abbauen von der Abbaustation. Eine Minute noch bis in den nächsten Sektor. Mal gucken, was es da gibt. Und dann kann man erst mit dieser Abbaustation dort halt abbauen. Aha, soweit verstanden. Das ist schon ein cooles Prinzip. Weiß noch nicht, was mich hier erwartet, aber ich denke mal... Wir sollten dann noch mal gucken, dass wir irgendwie an Wasser kommen, denn Wasser wird knapp. Oh. Wenn ich jetzt die Zeit beschleunige, da sieht man halt eben, wie das Ding fliegt. Da fliegen wir halt eben mit der Plattform durch die Gegend. Wir sind angekommen. Es stehen Rohstoffe zur Verfügung. Sehr gut. Material. Was für Material? Müssen wir erstmal scannen, glaube ich, ne? Kolonie auswählen, Umgebung scannen. Ja, scannen wir mal. Oh, 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 oh. Hat hier gerade irgendwas Schaden genommen? So, Material und hier auch Material. So, nehmen wir mit. Abbauen. Wasser wird auch knapp.
Also hier sieht man das. Hat sich wieder aufgefüllt. Wenn ich das jetzt beschleunige. Heißt also, es gibt halt Material und es gibt spezielle Sektoren, wo man was Besonderes finden kann, glaube ich. Was ist mit den Leuten los? Reparieren müssen wir auch noch. Also Hydrobaum. Ich habe jetzt Material abgebaut. Aber ich glaube zu wissen. Priorität. Kolonie, wir müssen glaube ich doch nochmal zurückfliegen, weil er, denke ich mal, er will. Hier leuchtet was rot. Meint er jetzt hier diesen roten Sektor? Okay, das heißt, wir machen uns da mal auf den Weg, ne? Route festlegen. Flug starten. Fliegen wir mal dahin. Oder ist das einfach nur 5 Minuten Flugzeit? Das erhöhen wir mal. Also wir leben am Limit hier, ne? Ah, ich muss doch noch... Also ein Hydrobaum, wenn ich jetzt noch einen Hydrobaum baue, dann habe ich echt ein ernstes Problem. Ich habe keine Leute... Und ich brauche Wasser. Und das schnellstmöglich. Das kriege ich nur durch einen Hydrobaum. Das heißt, ich müsste die Schildstärke verringern. Müsste ja eigentlich gehen, oder? Oh, genau. Dann haben wir 105 Energie und können einen Hydrobaum bauen. Nahrung. Energie. Rohstoffkonstruktion. Wasser. Mal gucken, vielleicht reicht's ja. Ah, er braucht Zugänge an, so wie es aussieht, an verschiedene Stellen. Binden. Was nu? Biersektor erreicht. Sehr schön. Eieiei, hier ist er nicht angebaut. Angebunden. Keine Energie. So wie es aussieht hier. Okay, wir müssen die Priorität bei dem mal erhöhen. Damit der Wasser produziert. Sonst haben wir echt gleich ein Problem. So, was mit dem hier? Haben wir in diesem Sektor überhaupt nichts? Ne, wir sind jetzt in dem Sektor angekommen. Ne, ist aber nicht richtig. Rohstoffe entdeckt. Rohstoffe entdeckt. Die Frage ist, er sagt, ich soll Rohstoffe abbauen. Okay. Giftwolkenstärke 1. Ja gut, das sollten wir auch aushalten. Na, fliegen wir mal dahin. Rohstoffe entdeckt, Rohstoffe entdeckt. Hier. Mittlerer Mineraliencluster. Hier müssen wir hin. Deswegen. Ah, alles klar. Jetzt verstehe ich. Zielpunkt festlegen. Route verwerfen. Zielpunkt festlegen. So. Flug starten.
Also fliegen wir los mit unserem Riesenteil. Jetzt habe ich es verstanden. Wir müssen da zu dem Materialiencluster. Essen, wie sieht es mit Essen aus? Essen wird auch knapp. Noch ein bisschen hier. Wasser ist auch knapp. Okay, das Kraftwerk steht leer. Oha. Jetzt hat der wieder nicht. So. Ah, Radarstation brauchen wir jetzt erstmal nicht. Reparieren wir auch gleich noch. So. Ja, man darf am Anfang also wirklich nicht alles bauen gleich. Man muss also ein bisschen auch Acht geben. Eine Minute 50. Ja, beschleunigen wir doch mal ein bisschen hier. Also das Wasser hält sich gerade so in der Waage. Es nimmt immer ein bisschen mehr ab. Also wir brauchen, glaube ich, noch einen zweiten Hydrobaum. So, Zielsektor erreicht. Und Material abbauen. Gut, da hält er automatisch an. Priorität 8. So soll es gehen. Essen und Wasser. Oh, ist knapp. Okay, also der Rohstoffcluster muss vollständig abgebaut werden, um diese Aufgabe zu erledigen. Man sollte halt lesen. So, fliegt er jetzt los? Hat er abgebaut? Gut. Wir müssen halt schnellstmöglich zur nächsten Aufgabe kommen. 100. Denke mal jetzt. Okay, haben wir erledigt. Sehr gut. Jetzt sind wir in der Lage, durch Rohstoffabbau Material zu gewinnen. Wir sollten in so vielen Sektoren wie möglich nach Rohstoff suchen. Und wir müssen unbedingt mehr Kontrolle über das Antigravitationsgerät erlangen. Es gibt so vieles, was wir noch nicht verstehen, so vieles, was wir noch nicht beherrschen. Zuerst einmal benötigen wir jedoch mehrere verfügbare Arbeitskräfte. Bei Flügen in andere Sektoren werden wir zwangsläufig auf überlebenden Rettungskapseln treffen. So. Ah ja, also die Überlebenden. Gut, wir sollen die Gesamtbevölkerung erhöhen auf 300. Und ich denke mal, dazu müssen wir mal hier kurz die Radarstation erhöhen. Können wir ja gleich wieder runtersetzen. Menschliche Aktivität festgestellt. Aha, das heißt quasi, die muss man abfliegen. Das sind die ganzen Manneken hier. Oder? Nee, die sind noch nicht gescannt, aber so wie es aussieht, ist menschliche Aktivität. Das heißt, wir machen uns auf den Weg, Zielpunkt festlegen, Flug starten. Oh, rasen wir mal los mit dem Ding. Gut, jetzt können wir hier wieder die Priorität runternehmen auf 5. Jetzt auf 7. Ah, übrigens hier mal reparieren. Muss man auch ein bisschen aufpassen. Ich denke mal, reparieren kann man auch, wenn jetzt hier rüber geht, wahrscheinlich. Hm.
Wir auch. Aber wir reparieren einfach mal alles. Wir haben ja genug Mats. So, 1 Minute 55, bis wir da angekommen sind. Ah, noch 15 Sekunden, zack. Und sollten jetzt da sein. Und da ist eine Rettungskapsel. So, rette sie alle. Wir erhielten ein Signal von einer der Rettungskapsel. Es gibt 20 Überlebende an Bord, die Hilfe benötigen. Willst du sie retten? Rette sie alle. Alle retten. Wir brauchen genug Arbeitskräfte. Wir haben aber Obdachlose. Nicht so schlimm. Da kann man ja was gegen tun. Energie haben wir noch. So. Aber dann können wir wenigstens erstmal unsere ganzen, ja, wie soll ich sagen, unsere ganzen Posten belegen. Mal schauen, aber mit dem Essen wird es knapp und dem Wasser, denke ich mal. Statistik sagt, wir haben noch 11 Obdachlose, das heißt, wir müssen noch unbedingt noch irgendwo was bauen. Ja, hier können wir noch was hinbauen. Am Rand. Das ist dann die Randbevölkerung. Unterkünfte. Ich hoffe mal, das zählt noch. Nicht, dass die Leute dann da sterben. Oh, 4 obdachlos. Okay, also wie ihr seht, hier, das ist beschädigt und das nicht. Also da, dieses hier geht sofort kaputt. Gut, da können wir nichts machen. Müssen wir entfernen wieder. Also habt ihr gesehen hier, dass sobald es außen ist, dann ist es schlecht. Und jetzt auf... Obwohl, wir können jetzt erhöhen auf Schildstärke 2. Perfekt, ja gut, dann... das ist ein Riesenproblem, was wir haben. Unterkunft. Ah, frisst aber ganz schön, ne? Also Material, so eine Schildstufe 2. Und wir haben jetzt arbeitslos 4. Damit sollten erstmal alle beschäftigt sein. Wasser läuft auch. Das heißt, wir können noch Wasser bauen. Schildstärke übrigens, praktische Sturmstärke 2. Ja, Freunde. Wir sind am Ende angekommen des Festangespiels von Sphere Flying Cities. Muss sagen, gefällt mir sehr gut. Muss man hier kurz anhalten. So. Gefällt mir echt sehr gut. Macht Spaß und es hat so eine Art, ja, so eine Mischung aus Überleben, hatte ich ja gesagt, Strategie. Und natürlich ja reiner Städtebau. Aber man versteht das relativ schnell, wie das genau funktioniert, ohne viel Erklärung. Also da muss ich sagen, halt eben. Gut, gefällt mir sehr gut. Kann ich nur weiterempfehlen. Gut, ich kenne jetzt nicht das ganze Spiel, ob da jetzt noch einige Bugs existieren. Das werdet ihr wahrscheinlich besser wissen als ich. Aber mein erster Eindruck ist auf jeden Fall ein Top-Spiel. Und man kann sich damit echt die Zeit vertreiben. Und wer sowas gerne mag, ne? Dann mal ran an die Buletten. Freunde, wir sehen uns. Entweder in der nächsten Folge, im nächsten Angespielt oder Gameplay oder in der nächsten Guide. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich wünsche euch was. Tschüss.